News und Talks für Gebildete. Im Internet war ja, wie berichtet, vor kurzem geschildert worden, dass Fridays for Future die postkapitalistische Gesellschaft fordert. Ja, sehr gut. Gestern ist erschienen, dass Fridays for Future fordert, ich zitiere, eine Umstrukturierung unserer Art zu wirtschaften. Das ist genau richtig, das erfordert es. Ja, da haben Sie genau recht. Aber eben die Frage ist, wird Fridays for Future als die Bewegung eingehen, in die Geschichte eingehen, als diejenige Bewegung, die an sich selbst gescheitert ist. Die 68er-Bewegung ist daran gescheitert, dass es aus der Wissenschaft noch kein Konzept gab für die Umstrukturierung unserer Art zu wirtschaften, noch kein Konzept für eine postkapitalistische Gesellschaft gab, außer die 200 Jahre alten, veralteten Konzepte von Revolutionen und Tyranneien und Diktaturen, die alle nicht zum echten Sozialismus und echten Kommunismus und zu echter Planwirtschaft geführt haben, sondern nur zu einer Karikatur derselben sozusagen. Einer schlimmen Karikatur, einer grausamen Karikatur, einer Tyrannei geführt haben. Denn jetzt ist die Situation ganz anders. Also damals ist die 68er-Bewegung gescheitert. Es gab kein wissenschaftliches Konzept sozusagen. Es gab die zweiten Scientists for Future 2 noch nicht, sondern sie haben erst damals angefangen, einige der Mitglieder der zweiten Scientists for Future 2 haben 1968 angefangen zu denken, zu forschen, zu entwickeln, mit der Frage irgendwo im Hinterkopf, wie sieht denn die postkapitalistische Gesellschaft aus, sozusagen, wie muss sie aussehen aus wissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Sicht. Und jetzt haben wir das Phänomen, dass Fridays for Future antritt mit den Sätzen Listen to the Science, Unite behind the Science. Und sie selbst können es nicht befolgen, weil sie sozusagen nicht in der Lage sind zu sehen, wo kompetente Wissenschaft ist und wo weniger kompetente Wissenschaft ist. Haben sie sich leider, meinen sie mit Listen to the Scientists, seien es eigentlich eher die weniger Kompetenten und die, die es tatsächlich schaffen können, eine postkapitalistische Gesellschaft, eine Umstrukturierung unserer Art zu wirtschaften herstellen können, ja, mit denen können sie jetzt, auf die können sie leider nicht listen, auf die können sie nicht hören und hinter denen können sie sich nicht vereinigen. Scientists for Future 2 haben also das fertige Konzept dafür und die Fridays for Future fordern ja, ja von wem fordern sie denn eine Umstrukturierung unserer Art zu wirtschaften? Von denjenigen Politikern und von derjenigen politischen Kaste, die das in den letzten 60 Jahren nicht konnte. Und die genau diese soziale Marktwirtschaft, diesen grausamen Kapitalismus aufgebaut hat und implantiert hat und die eben auch als politische Kaste nur in der Lage ist, mit relativ unbedeutenden externen Beratern zusammenzuarbeiten. Wenn es wirklich um Wichtiges geht, finden wir bei der Politik eine völlige Unfähigkeit, mit kompetenten externen Beratern aus der Wissenschaft zusammenzuarbeiten. Sozusagen, wenn es um die Struktur der Gesellschaft geht, da gibt es keine Offenheit dafür. Und trotzdem fordert Fridays for Future genau von denen die Lösung, die sie weder können noch wollen noch dazu bereit sind und die nicht die ausreichende Kooperationsfähigkeit dazu haben. Jetzt müsste natürlich die Fridays for Future die ausreichende Kooperationsfähigkeit haben und einfach sozusagen darauf bestehen, dass in der öffentlichen Diskussion über den Ansatz der zweiten Scientists for
Future 2 für eine Umstrukturierung unserer Art zu wirtschaften, für eine postkapitalistische Gesellschaft, eine Postwachstumsgesellschaft und so weiter, dass das einfach überall mitgenommen wird, in alle weltweiten Talkshows sozusagen. Aber jetzt sieht man, dass Fridays for Future auch nicht kooperieren kann. Also das, sie fordert, Fridays for Future fordert die Lösung von der Politik, die nicht in der Lage ist, mit der Spitzenwissenschaft zu kooperieren. Und Fridays for Future selber ist auch nicht in der Lage, mit der Spitzenwissenschaft zu kooperieren, mit den zweiten Scientists for Future 2, den neuen Galileis. Und deswegen wird wahrscheinlich Fridays for Future in die Geschichte eingehen, wenn alles so weiterlaufen sollte, als diejenige Bewegung, die nicht daran gescheitert ist, dass es noch keine Lösung gab, so wie die 68er, sondern die daran gescheitert ist, dass sie selbst durch den Einfluss der sozialen Marktwirtschaft nicht kooperationsfähig genug war, ihre eigenen Sätze zu befolgen, nämlich listen to the science, unite behind the science, denn dort liegen die naturwissenschaftlichen Konzepte für die Umstrukturierung unserer Art zu wirtschaften, ja, definitiv und endfertig vor. Ne? So, ja. Gut, so viel zu diesem Thema. Dann noch einmal zu Dr. Markus Krall. Da ist wieder ein neues Video erschienen. Und das hat nochmal so richtig verdeutlicht, dass er eben doch ein sehr abergläubischer Mensch ist, dass sein Aberglaube ist ungefähr, der freie Markt ist gut und nur gut. Und da frage ich mich auch wirklich, wie man auf so etwas kommen kann. Ja? Die sozusagen, die gesamte Welt ist voll davon, dass man sich überall an Millionen von Fernsehberichten in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. In Arte wurde berichtet darüber, wie ein Pharmakonzern 200.000 Tote in den USA verursacht hat. Es wurden seit Jahrzehnten laufen Berichte, wie in den Krankenhäusern sozusagen Menschen mit Krankenhauskeimen infiziert werden. Der Arzt Gerd Reuter zuletzt beschreibt, wie viel zigtausende Menschen jedes Jahr umgebracht werden durch unsere Schulmedizin, unsere kapitalistische Medizin und so weiter. Überall, alles ist voll, die Grenzen des Kapitals, überall sehen wir die Verdreckung der Welt durch den Einfluss der sozialen Marktwirtschaft, das Plündern der Welt, das ganz Australien brennt sozusagen. Dr. Markus Krall sagt, nein, der freie Markt ist gut und wird alles richten und heilt alles und so weiter. In Wirklichkeit ist der freie Markt genau das, was alle zerstört, alles, das unser aller Leben zerstört. Ich fasse deswegen nochmal zusammen, wie gesagt, ein Tag ohne evolutionsbiologisches Argument ist ein verlorener Tag. Also hier haben wir unser Bild diesmal in groß sozusagen. Also in der sozialen Marktwirtschaft herrscht die fatale Bedingung, ein Wahrheitsmemträger, also ein Wahrheiten verbreitender Händler, der also lehrt, dass die Menschen einfach all das machen sollen, was ihnen Lust macht, denn jedes Lebewesen ist genetisch darauf programmiert, das für sein Überleben und seine Fortpflanzung Notwendige aus Lust heraus zu tun, aus Freude und aus Lustgefühlen, von Lustgefühlen gelenkt hin zum richtigen Verhalten sozusagen. Und solch ein Händler mit solcher einer durchdringenden Wahrheit sozusagen wird keine große Konsumsucht in seinen Kunden erzeugen, wird nicht genug verkaufen und wird aussterben wie die Dinosaurier im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft. Aber derjenige Händler auf dem freien Markt, den Dr. Krall sich ja so sehr wieder zurückwünscht, derjenige Händler auf dem freien Markt, der sozusagen Irrtumsmemträger ist und den Irrtum trägt, dass eben der Mensch sich selbst regulieren solle, seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle bewerten solle, moralisch unterdrücken solle, moralisch regulieren sollte und anständig und keusch sein Leben führen solle, also seine natürlichen
menschlichen Antriebe unterdrücken solle, der wird das große Geschäft machen, weil dadurch die Zuhörer seines Märchenerzählers sozusagen, seines Dr. Krall sozusagen, dann im Prinzip dazu führen werden, dass die Menschen einen Endorphinmangel, einen Glückshormonmangel erleiden. Und aus diesem Glückshormonmangel heraus werden sie konsumsüchtig werden und werden mehr Produkte dieses Händlers kaufen. Und zum Beispiel eines seiner Kinder hier, das mit dieser Strategie weiterarbeitet, wird so viel verdienen, dass es 3 Kinder ernähren kann. Und daraus entsteht dann eine ganze Tauschhandelsdynastie, der erste Tauschhandelskonzern oder eine Dynastie sozusagen, weil dieser Irrtum, dass die Menschen sozusagen nicht ihren natürlichen Antrieben folgen sollten, nicht ihrem wahren Selbst folgen sollten, ihren natürlichen Lustgefühlen, die sie zum richtigen Verhalten, so wie es jede Art in der Natur macht, lenken, sondern die moralisch das unterdrücken sollen. Ja, das führt zu unglücklichen, konsumsüchtigen Menschen, die konsumieren, die ganze Erde zu Tode konsumieren und so lange konsumieren, bis sie wie in den USA so übergewichtig werden, dass sie jetzt wieder immer anfangen, immer früher zu sterben. Und dass also unsere Lebenserwartung, die eine Zeit lang mal wieder ein bisschen nach oben gegangen war, jetzt wieder runtergeht, weil der Kapitalismus mal wieder so richtig zuschlägt und die Lebenserwartung in den USA schon wieder anfängt, deutlich zu reduzieren. Ja, ja, also ja, wollen wir hoffen, dass Fridays for Future eben nicht in die Geschichte eingehen wird als diejenige Bewegung, die an sich selbst gescheitert ist, an ihrer Unfähigkeit zu kooperieren mit den besten Wissenschaftlern der Erde, als diejenige Bewegung, die ihren eigenen Spruch "Listen to the science, unite behind the science" nicht befolgen konnte, weil sie nicht kooperationsfähig genug ist, sondern sozusagen von denen die Lösung gefordert hat, die selbst auch wieder nicht mit externen spitzenwissenschaftlichen Beratern zusammenarbeiten können, sondern nur mit unbedeutenden Beratern. Ne? Alles klar, so viel für heute. Tschüssi.